Live aus dem wunderschönen Hotel Bayerwaldhof in Bad Kötzing in Liebenstein. Die traditionelle Gästebegrüßung Corona-Style. Zum allerersten Mal unsere Premiere für unsere tollen Freunde und Gäste. Heute mit unserem Stargast Thomas, Julia von der Rezeption, Lena von der Rezeption, Verena von der Rezeption, die geschätzte Manuela vom Service, die fleißigen Hausmeister Adrian und Janosch und last but not least unsere wunderbare Houseband Black and White. Schön, dass ihr da seid. Liebe Bayerwaldhof-Gäste, genießen Sie die Show und Sie kennen ihn ja schon, den berüchtigten Tusch. Liebe Gäste, ich übergebe an unserem Hauschef, den lieben Thomas. Bitteschön. Liebe Gäste, als unser Hoteldirektor Alfons Weiß vor ein paar Tagen zu mir gesagt hat, Thomas, am Montag machen wir Gästebegrüßung und die Band Black and White lassen wir auch noch kommen, die sollen schön einspielen, habe ich nur so angeschaut und habe gesagt, du weißt schon, dass die Hütte leer ist. Und dann hat er gesagt, genau deswegen, weil wir immer alles ein bisschen anders da machen und wir wollten sie einfach einmal noch mal mit reinnehmen, sind ja jetzt ein paar Wochen, was wir schon zu haben, ihnen einfach ein bisschen, dass sie ein bisschen am Laufenden bleiben und naja, da habe ich mich heute mal rasiert, die Jogginghose ausgezogen, mir ein bisschen schön gemacht für sie und hoffen einfach, das ist alles live, dass wir für sie einfach ein paar schöne Minuten haben, so 10, 15 Minuten möchten wir das machen, je nachdem wie es läuft und möchten wir sie einfach informieren, was wir gemacht haben, was wir machen und wie es bei uns einfach momentan so ist. Nach dem ersten Schock, was wir natürlich auch gehabt haben, muss ich ganz deutlich sagen, wo wir zugesperrt haben nach 50 Jahren das erste Mal, war das natürlich nicht so einfach. Meine Eltern sind dann abends vorm Hotel gestanden. Meine Mama hat eine Träne vergossen, weil wir ja noch nie zugehabt haben. Aber das ist eine Zeit, neue Herausforderungen. Und irgendwann kommt auch einmal der Punkt, wo wir einfach nach vorne schauen müssen und wollen. Und das bin ich Ihnen schuldig, meinen Gästen, meinem Team, meinen Mitarbeitern und eben auch meinen Eltern, dass das alles hier wieder weitergeht und wir sind gut aufgestellt und haben heute einfach mal einen Corona-Style-Begrüßungsabend unter allen Vorschriften eingehalten, Abstand, alles wie es sein soll, nur wir hier, was wir hier sind, die paar Leute und die sind sowieso immer im Haus hier auch bei unserer eigenen Quarantäne, wenn man das so sagen darf und ich würde jetzt mal sagen, ich hole jetzt mal den nach vorne, der was das alles angezettelt hat hier. Und wir tauschen jetzt mal die Plätze. Bitte auf der Seite halten. Ja, hallo, wunderschönen guten Abend. Ein bisschen nervös ist man schon, weil Sie kennen ja die Hotelbar, gerade an einem Montag, traditionelle Ansprache, egal ob der Thomas oder ich sie machen, sie ist immer rammelvoll. Aber 350 Leute steigt ja rapide an, so viel kriegen wir dann doch nicht unter. Vor allen Dingen in Zeiten von Corona. Da freut man sich dann, dass es digital ist. Aber bitte tun Sie mir einen Gefallen, kommen Sie bald wieder. Weil es soll nicht so die gängige Praxis werden hier, dass wir so etwas machen. Aber warum machen wir es? Wir wollen Ihnen ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Und wir freuen uns, dass wir mal so live wieder einen Kontakt mit Ihnen haben. Und ich möchte Ihnen heute einfach noch so ein bisschen vorstellen, wer heute da ist. Denn einmal da drüben, das Herz des Bayerwaldhofs, die geschätzte Julia, die erzählt gleich ein bisschen ein paar warme Worte über die fleißigen Hausmeister hier, der Janosch und der Adrian. Unsere Gastronomie vertreten heute von der stellvertretenden Serviceleitung der lieben Manuela. Und wir haben natürlich auch hier noch ganz fleißig die Damen von der Administration. Muss ich mal schauen, ob ich 2 Meter schaffe. Weil wir auch so viele tolle, positive Zuschriften von Ihnen schon bekommen. Ihr antwortet ja sofort. Für das, dass wir den ersten Livestream machen, die Damen sind da schuld dran, dass die so schnell antworten, weil sie wissen ja, Thomas und ich, 2 Männer, Multitasking, haut nicht so ganz hin. Sie können uns Fragen stellen, tun Sie das. Bitte haben Sie allerdings Verständnis dafür, wir können nicht sofort auf jede antworten, wenn man live ist. Aber eins verspreche ich Ihnen. Nice.
fleißig lernen von der Administration, die was alle Fragen beantworten. Das war es erstmal. Wenn Sie Fragen haben, bitte stellen Sie sie. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns auch, wenn Sie sich ein Lied vielleicht noch wünschen. Black and White ist ja heute nicht umsonst da. Also wenn es Musikwünsche gibt, hauen Sie es in die Kommentare rein. Ich sage Ihnen nur eins, es ist das allererste Mal, es ist live. Und das nächste Mal machen wir es dann noch besser, aber jetzt lassen Sie sich erstmal überraschen. Ihnen jetzt schon mal einen wunderschönen Abend. Ihnen jetzt schon ganz viel Spaß. Die nächsten 12 bis 15 Minuten sind Premiere. Nicht nur für den 50 Jahre alten Bayerwaldhof, sondern ich glaube so, wenn es um Live-Feeds und Posts aus dem Hotel bei einer Begrüßungsansprache mal grundsätzlich geht. Ihnen viel Spaß und ich hoffe, Sie erlauben, dass wir jetzt ein kleines Lied uns wünschen, nämlich Atemlos. Tja, und ich habe Ihnen ja versprochen, die Musikstücke machen wir immer kurz und knackig, damit wir allerdings ganz viel reinbekommen. Und für den ein oder anderen Verbindungsfehler möchte ich mich entschuldigen. Im Bayerischen Wald ist natürlich mords was los, wenn Corona ist, weil da surft da jeder herum. Aber jetzt haben wir es, glaube ich, gut hinbekommen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir nicht von Tisch zu Tisch wandern, sondern dass wir hier unter unserem WLAN-Verstärker stehen bleiben, mit der geschätzten Julia hier. Unsere Empfangsleitung seit Jahrzehnten und Julia, jetzt natürlich das Allerwichtigste vorab. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja. Meine, erzähl mal, wie war es denn für dich die ganze Zeit? Ich muss sagen, es war echt richtig hart, als wir da geschlossen haben. Das Haus war so leer. Ja, wir waren alle in Tränen neu. Man hat nicht gewusst, wie es weitergeht. Das wissen wir noch immer noch nicht. Aber irgendwie sind wir jetzt voll am positiven Schwung und wir hoffen einfach, dass wir bald wieder durchsteigen können. Ja, positiv sind wir wirklich alle. Nach einer großen Zeit der Trauer, Sie müssen sich mal vorstellen, die Hütte war hier immer voll, das wissen Sie mehr wie ich. Aber naja, wir müssen mal positiv nach vorne schauen. Wir arbeiten jetzt Projekte halt aus, die was oftmals am Schreibtisch liegen geblieben sind. Wir versuchen mal nicht nur viel handwerklich zu machen, sondern auch viel administrativ, das was einfach dazugehört. Erzähl mal, was machst du jetzt die ganze Zeit? Wie muss ich mir so einen Arbeitstag von einer Rezeptionistin oder von der Empfangsleitung vorstellen? Also er ist nicht langweilig. Also ehrlich gesagt haben wir ziemlich gut zu tun. Wir sind derzeit immer noch beschäftigt, sage ich mal, einfach mit den Stornierungen, die nächsten Wochen sind, die wir leider nicht aufrechterhalten können. Aber es kommen ganz viele Buchungen rein. Also der Sommer, der boomt. Also es wollen ja anscheinend mittlerweile ganz viele in Deutschland Urlaub machen, was uns natürlich gut gefällt. Genau, da kommen wirklich viele Reservierungen, Anfragen rein und man muss sagen, die Gäste, natürlich unsere Stammgäste in erster Linie, die halten uns die Treue, konnten jetzt nicht kommen im April, weil wir zu haben, aber die sind schon stark, glaube ich, wenn wir jetzt einfach im Mai wieder öffnen. Super. Also da freuen wir uns. Und wie ist es denn für dich, die gängigsten Fragen, also wenn da so ein Telefon läutet, wir haben ja eigentlich angefangen, dass immer nur einer an der Rezeption war, ich kann mich noch erinnern, es war der 19. März, der Bayerwaldhof war zu, da haben wir gesagt, okay, einer müsste langen, ja. Das haben wir nach 2 Tagen wieder umgestellt, weil so viele Anfragen und so viel telefonische Kontaktaufnahme, vielen Dank für diese Treue, überhaupt da war. Was sind so die gängigsten Fragen? Ja,
Ja, die gängigste Frage ist, wann wir wieder öffnen. Das wissen wir leider auch nicht, aber wenn es nach uns geht, ja, sage ich mal morgen. Wir sind Strahlkler, wir haben jetzt auch die Zeit genutzt und, sage ich mal, uns dem Corona angepasst und Hygienevorschriften und Maßnahmen entwickelt, wie wir den Check-in, sage ich mal, ein bisschen in die Länge zögern können, dass wir einfach nicht die ganzen Menschenansammlungen haben, wenn es am Sonntag alle reinströmen. Wie wir dann arbeiten, also das macht Spaß, sage ich mal, das wird anders sein, sage ich mal, nach Corona, aber ich glaube, das eine oder andere ist wahrscheinlich sogar besser. Also ich weiß auf jeden Fall, wenn mir ganz viele Leute schreiben, wie schaut es denn aus mit der Kurzfristigkeit meiner Stornierung? Wie handhaben wir das überhaupt her? Also wir sind da schon immer sehr kulant, also wir haben ja schon immer unsere kostengünstige Stornogebühr, die wir eigentlich für unsere Stammgäste, sage ich mal, gemacht haben. Das sind 4 € pro Person und Tag. Mit dieser Stornogebühr kann man einfach bis zum Tag vor Anreise stornieren. Also wenn der Gast zum Beispiel 3 Nächte bleibt, während es, ich habe jetzt gerade gesagt, 4 €, nicht, stimmt Vier schon. Euro, ja. Genau, dann wären das 12 €, also wären 24 €. Der ruft den Tag vorher an, Grund ist egal, ob das jetzt Corona ist oder andere, und dann nehmen wir die Buchung raus. Ich habe Ihnen ja gesagt gehabt, wir beantworten sehr, sehr viele Fragen. Die Lena hat uns schon mal ein paar gängige Fragen vorbereitet gehabt. Für diejenigen, der was es noch nicht kennt, die Frau, die ist schuld gewesen, dass unser Mitarbeiter miteinander Facebook-Account geschrottet worden ist, weil wir eine riesengroße Reichweite gehabt, wie wir dich wieder vorgestellt haben. Herzlich willkommen zurück im Team. Ich übernehme mal wieder das Handy vom Chef. Upsa, damit Ja, der und seinen Pilz trinken da kann. wir live sind, also wir bekommen sehr viele Nachrichten von unseren Gästen. Vielen Dank für das super, super tolle Feedback. Wahnsinn, welche tolle Gäste wir haben. Und auch erstmal liebe Grüße zurück nach Dickelsbühl, Nürnberg, Lindenburg und bis nach Belgien sogar haben wir Gäste da, die sich bei uns jetzt gerade melden. Also mehrere 100 Zuschauer sind gerade live bei uns. Und wir bekommen etliche Fragen rein. Ein bisschen Okay. was hast du schon erklärt, Jula. Aber wir haben auch einiges Neues noch. Also wir planen ja sehr viel, haben vieles noch, was auf unsere Gäste zukommt. Wirklich, also uns gehen die Ideen gar nicht aus. Und ich glaube, wir bekommen ganz tolle neue Zimmer, Julia. Ja, Hast du da vielleicht ein paar neue Ideen? ein paar Infos, bevor das am Thomas weitergeht. Genau. Also wir wollen ja Perfekt. nach Pfingsten eigentlich mit unseren Erika-Stuben und Turmstuben zum Renovieren beginnen. Jetzt haben wir uns gedacht, das Haus ist leer, jetzt können wir eigentlich die Zeit nutzen, dass wir halt gleich starten, weil wir stören keine Gäste. Genau, jetzt fangen wir an, dass wir Erika und Turmstuben renovieren. Genau, dann hoffen wir einfach, wenn wir offen sind, dass wir die dann schon toll verkaufen können. Vielleicht kann der Thomas ein bisschen was dazu sagen zu unseren neuen Zimmern. Natürlich. Natürlich. Es war natürlich am Anfang so, wo wir zugemacht haben, dann haben wir natürlich gedacht, ja, ja 1, 2 Wochen oder wie auch immer und dann geht es wieder weiter. Da haben wir Kleinigkeiten gemacht. Ich kann jetzt Ihnen erzählen, dass wir den Buffetbereich neu mit dem Terrastonputz gemacht haben. Janosch und Adrian haben die Fliesen neu gemacht. Dann sind wir in die Teichsauna runtergegangen. Da kommt jetzt der neue Ofen rein, der was ja längst überfällig schon war. Die tun wir etwas aufpeppen. Dann haben wir alle Pools, was wir haben, die 5, 6 Pools, was wir haben, haben wir das Wasser rausgelassen, die Fugen gemacht und neu einfach gemacht. Und dann war es natürlich so, dass das länger zu ist. Ja, dann müssen wir natürlich irgendwas machen. Und die Erika-Stuben wollten wir ja sowieso Ende Juli machen. Und wir haben die halt jetzt einfach nach vorne gezogen, haben die jetzt am Montag angefangen, komplett alles auszuräumen, leer zu machen und ziehen die halt nach vorne und sind momentan fleißig dran, dass wir die fertig bekommen. Es ist natürlich ein bisschen eine Aufgabe, sage ich jetzt mal, weil manche Sachen, was wir brauchen, wir vielleicht nicht gleich bekommen und das alles ein bisschen spannend ist. Auf der anderen Seite sind welche Firmen natürlich auch wieder froh, dass sie Arbeit haben, so kriegen wir es auch ein bisschen günstiger wie normal. Meine Bauarbeiter freuen sich auf jeden Fall, weil die können morgens um 8 Uhr schon mit dem Schlagbohrer durchs Hotel durch und laut sein, wo ich immer früher gesagt habe, leise hämmern und bohren. Also Sie sehen, wir versuchen halt einfach was zu machen. Wir müssen uns irgendwie bewegen. Und da unser Hotel eine tolle Lage hat, absolut. Aber in dieser Zeit, vielleicht wenn wir nicht in der Stadt sind oder so, können wir nicht to go anbieten. Und andere gute Sachen, was meine Kollegen, die Gastronomie oder Hoteliers momentan machen, die machen wirklich tolle Sachen alle. Und so müssen wir aber für uns schauen, was wir irgendwie anders da machen können. Und wir gehen halt unseren Weg dann, der was für uns passt. Und ja, so geht es halt immer weiter. Und deswegen braucht man aber auch gute Mitarbeiter,
die was in schlechten Zeiten, wie es jetzt ist, einfach zu uns stehen, zum Bayer Waldhof stehen. Und dann schaffen wir das einfach alles. So, Alfons, jetzt bist du wieder dran. Ja, du musst nur zum Janosch und zum Adrian rüber. Ich meine, so stellvertretend für die ganzen Bau. Oder wir haben besser gesagt gehabt, die Jungs kommen hier zu uns. Janosch, du bist jetzt schon so lange dabei. Dein Sohn, freuen wir uns wahnsinnig, ist seit einem halben Jahr da. Wenn ihr vielleicht kurz nach vorne kommt. Adrian quasi, man sieht, schaut ähnlich dem Vater zum Verwechseln, ähnlich wie bei mir, das Gott sei Dank der Fall ist, bei mit dem Benedikt. Lieber Janosch, du als alter positiver Hausgeist, erzähl mal, was hast denn du jetzt alles die ganze Zeit gemacht? Also wir haben nicht natürlich, wir haben genießen diese, wie sag mal, still im Hotel. Das heißt, war keine Gäste da. Das heißt, wir haben nicht diese Zeit geschlafen, sondern wir haben durchgearbeitet. Ja. Haben wir auch Zeit zum Beispiel bei Felsenbad renoviert. Die ganze neue Fuge, das was hat unser Chef schon gesagt, haben wir neue Fuge, ganz neue Fuge gemacht und Abdichtung und neue Fliese. Neue Silikon. Und neues Silikon, das ist natürlich, kann man das genießen. Und Adrian, du machst immer auch ganz viel Elektrizität bei uns, ganz viel Strom. Ja. Beim Buffet hast du jetzt auch indirekten Strom gebaut. Und was machst du sonst so die ganze Zeit? Fleißig dem Vater helfen, gell? Ja, ja, also wir arbeiten zusammen, diesmal und das, was von unserem Chef bekommen wir Auftrag, dann versucht man das einfach. Ich kann dir noch eins erzählen, wir haben ein Motorrad den lieben Adrian organisiert gehabt, weil Sie müssen sich vorstellen, die Herren kommen ja eigentlich aus Polen und dürfen nicht rüber. Wir freuen uns und es ist nicht selbstverständlich, dass ihr diese Arbeit für uns und für unsere Gäste macht. Da der Adrian so ein passionierter Biker ist, haben wir ihm einfach mal ein altes, klappriges Motorrad. Das ist bei mir am Bauernhof gestanden. Ja. Die Hühner waren schon drauf. Das haben wir dem gegeben. Und das war der größte Fehler meines Lebens, weil dieses Motorrad erkennen sie nicht mehr wieder. Die haben das komplett zerlegt, ja. Matt schwarz lackiert. Also ich muss Ihnen sagen, riesengroßes Kompliment. Danke für die Arbeit. Stellvertretend auch fürs Bauteam, die was jetzt gerade die Erika-Stuben schon wieder bauen, seit Montag. Das geht rutzi-futzi bei uns. Und was für ein Lied würde es denn besser geben als Simply the Best von Black and White für unsere Bauleute und für alle unsere Mitarbeiter und natürlich auch für unsere Gäste. Everything.
habe, wir beantworten die gängigsten Fragen. Die Verena hat sie mir gerade rübergegeben. Vielen Dank dafür. Die erste ist, Hunde erlaubt? Ja, wir sind sehr hundefreundlich. Wenn Sie auf die Homepage mal schauen, bayerwaldhof.de, gibt es da unter der Rubrik Services extra etwas zu diesem Thema. Jedem seine Fasson. Die Stammgäste wissen das natürlich auch. Wir versuchen hier einen Spagat zu schaffen mit extra separaten Zimmern. Und mit verschiedenen Angeboten auch in der Kulinarik, wenn es um den vierpfötigen Gast geht, sofern sind wir zwar ein nicht klassifiziertes Hotel, aber ein Vierpfotenhaus, im wahrsten Sinne des Wortes. Klappt es mit Mitte Mai? Hui, das ist eine tolle Frage, das wenn ich Ihnen jetzt schon beantworten könnte. Sie hören das ja wahrscheinlich aus dem Radio oder aus dem TV. Gastronomie, Hotellerie, ja, da wartet man einfach nochmal gerne. Wir wollen mal ungern immer so verglichen werden. Ich glaube, ich spreche da für viele Kollegen, gerade aus dem deutschen Raum, mit diesen Corona-Hotspots, mit Ischgl und Co. Aber Mai gehen wir jetzt mal davon aus, eher nicht, wenn es ums Hotel geht. Wir würden es uns wünschen, glauben Sie mir es. Nicht nur für unsere ganzen Kollegen, sondern vor allen Dingen auch für uns und für unsere Mitarbeiter, dass es wieder losgeht. Aber Mai in der Prognose erstmal, ich würde mal sagen, mittlere Finger. Sie können nur eins sagen, bitte ruf uns an der Rezeption. Wir sind eigentlich jeden Tag für Sie da und versuchen unser Möglichstes und gehen eigentlich immer mit 14-Tage-Schritten weiter und verfolgen einfach die Politik genauso wie wahrscheinlich Sie, wenn es da um irgendein Feedback geht. Die nächste Frage, was verbreitet den Duft im Eingangsbereich? Also ich glaube, Sie meinen, wer verbreitet den Duft? Also wir haben hier ein Duftkonzept im Bayerwaldhof seit eigentlich 3,5 Jahren. Wir haben uns selbst einen Duft kreieren lassen in unterschiedlichen Bereichen, auch unterschiedliche Duftnoten. Und den ganzen können Sie auch käuflich erwerben. Das ist eigentlich der Renner schlechthin. Miniativ abgefüllt. Wir schicken es Ihnen per Post auch gerne zu. Das sind wunderbare kleine Duftflaschen. Einfach unser E-Mail schreiben. Das Ding geht raus und ist spätestens in 2 Tagen, sogar in Belgien, haben wir auch schon geschickt, ja, mit Salutation, auch an die Familie Simon, quel grand plaisir. Nächste Frage, darf Personal jetzt Spa nutzen? Puh, also natürlich nicht. Ja. Sie müssen sich vorstellen, wir tun hier alle wirklich maximal zur Arbeit fahren. Es geht vielleicht mal einer raus. Wir versuchen diese ganzen Restriktionen, die was es gibt, wirklich entsprechend, einzuhalten, genauso wahrscheinlich wie Sie zu Hause. Wir im Bayerischen Wald haben halt ein größeres Glück wie die Herrschaften oder Personen in den Städten. Wir haben halt ganz viel Wald da. Früher hat man immer gesagt, das interessiert keinen. Jetzt ist das ein Alleinstellungsmerkmal. Wir freuen uns, dass wir jetzt so ländlich unterwegs sind und dass fast ein jeder die Haustür aufmacht und mitten in der Natur steht. Also um diese Frage zu beantworten, nein. Aber wenn das alles mal wieder normal ist, haben wir wieder die Mitarbeiter-Spa-Nacht. Haben wir ja schon letztes Jahr gemacht gehabt. Zumindest einmal im Quartal der gesamte 10.000 Quadratmeter große Wellnessbereich für unsere Gäste, für unsere Gäste jeden Tag, aber für die Mitarbeiter zur Verfügung. Wie viele Mitarbeiter in Kurzarbeit? Da möchte ich jetzt ein bisschen ausholen. Wir haben ja am 18. März den Bayerwaldhof geschlossen. Auch zum Wohle der Mitarbeiter sowie natürlich auch für alle Gäste und im gesamten System als solches. Wir haben den ganzen März noch mit Überstunden, mit Urlaubstagen, mit unseren Mitarbeitern gearbeitet, damit diese ein 100%iges Gehalt bekommen. Und ja, wenn wir uns etwas hätten wünschen können, dann, dass es nach 14 Tagen, nachdem wir geschlossen haben, auch gleich wieder aufmachen. Aber wir waren schon der Meinung, das wird ein bisschen länger dauern. Und deswegen haben wir einen Plan in der Schublade gehabt und Sie müssen sich vorstellen, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, 188 Mitarbeiter für ein Haus, was eine Kapazität hat von 200 Gästen. Es ist wirklich auch eine entsprechende Kostenposition da, wenn auf der anderen Seite plötzlich auch alle Gäste fehlen. Da haben wir auch monetär erstmal uns das Ganze anschauen müssen. Seit 1. April sind Mitarbeiter alle, inklusive Direktion, in der Kurzarbeit drin. Allerdings, wir stocken auf, das sind wir auch der Familie Mühlbauer sehr zu Dank verpflichtet, auf 75% des Soleers. Sie wissen ja, dass ab dem 4. Monat dann das dann vom Staat noch weiter aufgestockt wird. Hoffentlich dauert es nicht so lange. Wir haben uns auch was einfallen lassen für die Minijobler. Diese 450-Euro-Kräfte gibt es ein solidarisches Gehalt, das heißt, wir überweisen, weil meistens sind die 450-Euro-Kräfte Mütter, alleinstehende Mütter. Da haben wir uns auch was einfallen lassen müssen, weil die wären bei dem jetzigen System der Kurzarbeit einfach hinten weggefallen.
Und unsere Auszubildenden sind natürlich weiterhin im Vollzeit bei uns da. Ein kleines Team ist jetzt schon wieder da, 8 Stück. Die restlichen 11 tun jetzt gerade noch Überstunden Urlaub abbauen und fangen jetzt dann sukzessive dann wieder an. Weil Arbeit gibt es hier wirklich einen Haufen. Meine Frau schimpft mich immer noch, weil jetzt ist die Hütte leer und ich komme immer noch so spät nach Hause. Ja, ist halt auch so schön, hier was für sie arbeiten zu dürfen. Ich hoffe, jetzt hier schon mal die allerersten Fragen für sie beantwortet. Und jetzt wollen wir weitermachen im Protokoll. Und ich möchte Ihnen gerne jemanden vorstellen, nämlich die geschätzte Manuela. Wenn du nach vorne kommst, unsere stellvertretende Serviceleitung. Es ist echt immer schwer, diese 2 Meter Abstand zu halten. Stimmt. Also, wobei, ich möchte natürlich gerne, aber ich darf nicht. So, liebe Manuela, jetzt erzähl mal, Gastronomie war bei uns immer schon neben dem Wellnessbereich ein Herzstück im Bayerwaldhof. Was macht ihr jetzt die ganze Zeit, du, die Patricia und diese Auszubildenden? Was wuselt ihr da jetzt herum? Es gibt da eigentlich keine Arbeit, oder doch? Es gibt immer Arbeit bei uns im Bayerwaldhof. Wir sind fleißig am Ausarbeiten von den neuen Konzepten. Die Azubis sind fleißig dabei, die neuen Aperitifs zu kreieren. Da wären wir nämlich eh gleich beim Punkt. Heute müssen sie selbst für einen Aperitif sorgen, dass wir später dann zum Abschluss noch einmal anstoßen können in alter Bayerwaldhof-Manier. Dann habe ich das vorweg gleich mal gesagt und das ist nicht vergessen. Ansonsten schauen wir einfach, dass mal wieder alles geputzt wird. Die Azubis müssen so ganz spannende Dinge machen, wie Kronleuchter putzen. Das gehört leider auch zur Ausbildung. Und so haben sie in Ruhe Zeit dafür und sind nicht im Stress. Und ja, wie war das jetzt für dich? Ich kann mich noch erinnern, im Februar, eigentlich damals, wo Corona noch gar nicht so en vogue war, ich hoffe, das Wort kann man in dem Zusammenhang verwenden, sind wir eigentlich schon mit den Desinfektionsspendern herumgerannt, 30 Stück aktuell im Bayerwaldhof, die alle noch im Februar platziert. Erzähl mal, was haben wir denn in der Zeit schon Anfang März, Ende Februar alles gemacht gehabt in der Kulinarik bei diesem Thema? Also wir waren eigentlich ganz, ganz fleißig, vor allem der Herr Weiß natürlich vorneweg. Wir haben zu jeder Station, sprich zum Geschirr, zu den Gläsern, überall gleich Desinfektionsspender fix montiert, beziehungsweise der Janusz hat es montiert. Ebenso am Buffet haben wir weitere Desinfektionsspender zusätzlich dazu gebaut und ich denke, das haben wir eigentlich ganz gut damit gefahren. Also jeder Gast hatte die Chance, sich mehrmalig bei uns zu desinfizieren, inklusive natürlich aller Mitarbeiter, die das sehr, sehr fleißig getan haben. Und das hat wirklich wunderbar funktioniert. So, dann erstens mal vielen Dank. Liebe Gäste, wenn Sie es nicht gehört haben, bitte bereiten Sie sich ausnahmsweise, weil es ja Corona-Zeit ist, Ihren Aperitif selber vor. Eins kann ich Ihnen auch noch versprechen, das nächste Mal bereiten wir ihn wieder vor, wenn Begrüßungsansprache ist an einem Montag. Aber es ist ja auch Tradition, wir machen noch ein bisschen, jetzt gibt es dann auch noch ein schönes Lied, dann gibt es noch eine kleine abschließende Etappe und dann übernimmt das letzte Wort wieder der Hauschef, der Thomas Müllbauer, mit einem schönen Toast und dann prosten wir uns einfach so auf der Ferne zu. Aber vorher hat Black and White sich nochmal ein besonderes Lied einfallen lassen. Ich möchte mich auch nochmal im Namen des gesamten Teams sehr herzlich bei euch bedanken. Unser Lieblingsduo. Die Gäste lieben euch, wir lieben euch, ihr gehört für uns schon wirklich zur Familie dazu. Danke, dass ihr das jetzt heute für uns alle macht. Damit haben sie nicht gerechnet, gell, dass wir in den Black and White hier aus dem Hut ziehen. Aber überraschen können wir ja gut im Bayerwaldhof. Ihr habt euch jetzt wirklich nochmal eine Umtextung eines Klassikers überlegt. Erzähl mal, was ist da der Hintergrund? Ja, uns Musiker hat natürlich Corona auch knallhart getroffen. Also für uns war auch von einem Tag auf den anderen Finito-Schicht im Schacht, arbeitslos quasi. Deswegen haben wir uns heute besonders gefreut, dass wir heute natürlich wieder hier sein dürfen. Uns fehlt die Musik, uns fehlen Sie, liebe Gäste, aber wir sind sicher, so wie sich der Bayerwaldhof um Sie kümmert, wir verfolgen das immer auf Facebook, ich bin auch immer am Liken und manchmal auch am Antworten, seid ihr bald wieder da und dann feiern wir wieder zusammen. Wir haben ein altbekanntes Lied umgetextet, When the Saints Go Marching In ist die Melodie. Corona passend, leider, aber ja, wir fanden einfach, das muss heute. Viel Spaß und bitte singen Sie mit, ab der dritten Strophe kriegen Sie einen Text dazu. Doch
allem die, die nicht aufgeben. Ja, das ist ein Bayer-Waldhof-Song mit schwerem Text, allerdings mit einem, ja, zumindest wenn es um die Strophen geht, mit einem Happy End. Und das wird es auch irgendwann mal sein, liebe Gäste. Irgendwann ist es vorbei und dann geht es weiter. Und wir sind auch hier schon fast wieder am Ende. Es sind neue Fragen hier reingekommen. Die erste wahrscheinlich nicht von einem Stammgast, aber freut uns sehr, wenn Sie der Erstgast für morgen sind oder für übermorgen, können wir gleich fürs nächste Jahr reservieren. Also wir haben ein paar Zimmer haben wir noch frei nächstes Jahr. Okay, wunderbar. Also bitte rufen Sie an. Wir tun unser Möglichstes. Julia, Lena, Verena, wir haben wirklich ganz, ganz tolle Mitarbeiterinnen und auch Mitarbeiter, darf man nicht vergessen an der Rezeption. Zweite Frage, wie geht's den Seniors? Da möchte ich gerne bitte die Kamera wieder nehmen, weil die nächste Frage ist auch nochmal eine Pferdefrage. Und wer könnte das besser übernehmen? Wie der liebe Thomas. So, wie geht's dem Senior und der Seniorchefin? Meinen Eltern geht's gut, allen beiden. Die halten sich sehr brav an die Abstandsregeln. Aber die kommen jeden Tag schwimmen, das Hallenbad oder der Pool ist ja leer. Und ja, ihnen geht's gut und wir hoffen, dass es alles so bleibt. Und der Sandra? Ja, natürlich geht's der auch gut. Also ich kann sagen, unserer ganzen Familie und unseren ganzen Mitarbeitern geht es gut. Es soll hoffentlich so bleiben und wir schauen nach vorne. Und wie schaut's aus mit dem Stall? Haben wir ein neues Fohlen bekommen, habe ich gehört. Ja, wir haben vor ein paar Tagen ein süßes Stutfohlen bekommen. Hello Baby haben wir es getauft. Der Stall war ein bisschen eine Herausforderung, weil wir da viele tschechische Mitarbeiter haben und die durften dann von heute auf morgen nicht mehr rüber. Aber wie gesagt, es ist ein Miteinander-Team hinten. Die Dascha von der Reinigungskraft hilft im Stall. Der Gärtner hilft im Stall, weil der vorher schon mal Pferde gemacht hat. Und so haben wir aus den verschiedenen Bereichen, die was hier im Haus sowieso wohnen oder am Hof, haben da alle zusammengeholfen. Und es waren ja doch, wir sind da zuerst immer von ein paar Tagen ausgegangen oder Wochen, sind ja mittlerweile auch schon wieder 5-6 Wochen jetzt. Also alles stabil und gut. Und wenn man so ein kleines Fohlen natürlich sieht, freut sich nicht nur mein Papa, sondern einfach alle, die was es anschauen können. Momentan sind es ja noch nicht so viele Leute. Aber es galoppiert schon rum und morgen geht es dann das erste Mal auf die Koppel raus. Jetzt war es immer in der Halle drin noch, bis es ein bisschen stabiler ist. Und Hello Baby geht morgen raus. Eine tolle Frage, die kannst auch du noch beantworten. Wie haben wir denn eigentlich unsere Mitarbeiter immer von der ganzen Situation informiert? Was haben wir alles da gemacht? Ich denke, dass wir das, ich hoffe, also das Feedback war zumindest gut von den Mitarbeitern, weil ich denke, dass Information nicht nur für uns als Chefs, von der Regierung wir viel Information erwarten, jeden Tag und wie auch immer, sondern genauso die Mitarbeiter einfach auch auf den neuesten Stand sein möchten. Es war am Anfang so, wo das neu war. Alfons, du weißt es, wir haben immer alle zusammengeholt, ob das Gäste waren zum Schluss oder alle Mitarbeiter, abteilungsweise oder zum Schluss auch alle miteinander mal, haben sie immer am Laufenden gehalten. Und jetzt finde ich, Alfons, dass du und das Team, was da dahinter steht, einfach eine gute Arbeit macht. Egal, ob das per E-Mail ist, Newsletter, wir haben ein Kummertelefon sogar eingerichtet, da ist eine Person dran, die was das Haus kennt, die was absolut vertrauensvoll Anrufe entgegennimmt, dass jeder Mitarbeiter, egal was er auf dem Herzen hat, einfach mal das alles sagen kann. Auch. Also wir haben verschiedene Sachen gemacht, wo wir einfach immer hoffen, weil die Situation einfach für uns auch neu ist, dass wir auch alles richtig machen oder wenn wir mal einen Fehler machen, ihn einfach auch ausbessern. Gut, wir sehen ganz, ganz viele Stammgäste. Da geht mir wirklich richtig das Herz auf. Ich kann gar nicht anfangen, liebe Frau Schirner, liebe Frau Gatzer. Lieber Herr Weber, weil ich ihn gerade so gesehen habe, Sie haben ja heute Geburtstag, das weiß ich, weil mein Outlook tschück, heute geläutet hat. Ich bin einfach immer gleich ehrlich. Können wir kurz Happy Birthday spielen für den lieben Herr Weber? Liebe Grüße nach Würzburg! Einer
von den 300 Followern auch Geburtstag gehabt hat, dann natürlich das Gleiche an Sie. Ja, wir sind fast am Ende angekommen. Ich möchte noch kurz Danke sagen, liebe Gäste. Es hat jetzt wirklich lange gedauert, aber die Kommentare, glaube ich, haben sich positiv überschlagen. Fürs erste Mal, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Hier tun wir natürlich das Video dann gleich pinnen an unsere Bayerwaldhof-Seiten. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken heute für alle, die was mitgemacht haben. Ich möchte mich ganz ehrlich bedanken für den Thomas, einen Chef, den was man für alles haben kann. Ich möchte mich bedanken bei Black and White und natürlich auch bei allen Mitarbeitern, die was wir alle zurzeit nicht sehen können. Wir vermissen euch wirklich sehr. Ich hoffe, dass ihr unsere E-Mails, unsere Anrufe, dass euch die wenigstens ein bisschen freuen. Wir versuchen euch den Informations- und Kenntnisstand zu geben, den was wir auch haben. Und ich freue mich auch wirklich sehr. Es gibt keine schönere Nachricht, wie wenn ich tolles Feedback von den Mitarbeitern bekomme. Gerade in dieser Krisenzeit zeigt sich einfach nicht nur ein Charakter vom Unternehmen, sondern vor allen Dingen auch ein Charakter von den Angestellten. Und ja, wir sind halt einfach eine Familie, auch wenn wir doch schon mittelständisch groß sind. Und da möchte ich einfach auch mal Danke sagen, egal ob Sie oder ihr jetzt zu Hause seid oder jeden Tag wieder zur Arbeit kommt. Hoffentlich arbeiten wir bald wieder zusammen. Für ganz, ganz viele Gäste und Ihnen natürlich danke für diese Treue, danke für die Unterstützung. Bald ist Muttertag, vielleicht kaufen Sie einen Bayerwaldhof-Gutschein, wenn Sie schon nicht kommen können. Kommen Sie bald. Ich kann Ihnen nur eins noch versprechen, abschließend im Namen von uns allen. Wenn wir wieder aufmachen, dann werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, damit wir sämtliche Anforderungen gerecht werden, wenn es um den Schutz nicht nur der Mitarbeiter geht, sondern auch um die Gäste. Sie wissen gerade die Gäste, die was im Februar und im März da waren, dieses Thema war für uns schon damals präsent und natürlich können wir uns da jetzt nicht wegducken. Und im Hintergrund arbeiten wir schon mit jedem Abteilungsleiter zusammen, dass wir quasi Maßnahmen, Konzepte entwerfen. Wir warten jetzt quasi auf die staatlichen Anforderungen und werden entsprechend die dann eingleichen und vielleicht sie in ein paar Punkten auch versuchen, nochmal einen Ticken besser zu machen für Sie alle. Denn es wird uns das nächste Jahr noch begleiten, dieses Corona-Thema, aber hoffentlich, und das bitten wir für Sie und für uns natürlich auch, gibt es ein Leben mit gepflegter Herzlichkeit, Gastlichkeit und dem Schutz im Bayerwaldhof auch noch vor der Zeit, wie es einen Impfstoff gibt. Und danke für die Treue, danke, dass Sie zugeschaut haben, empfehlen Sie uns weiter oder kommen Sie bald wieder. Und jetzt möchte ich noch kurz zum Thomas wiedergeben, dann positionieren wir uns zu unserem Toast. Vielleicht nehmen Sie auch gleich schon die Flasche Prosecco oder das Bier, so wie wir es hier haben. Wir haben hier gleich Flaschen Prosecco für Mitarbeiter in die Hand. Und tun Sie schon mal mental darauf einstellen, auf den letzten Toast und auf ein letztes Lied. Und dann sagen wir gute Nacht, Servus und auf bald, Ihr Bayerwaldhof. Lieber Thomas, das Wort gebührt dir. Ja, liebe Gäste, aus 15 Minuten ist jetzt fast eine Dreiviertelstunde geworden. Sie sehen, wir möchten einfach Sie am Laufenden halten und alle Fragen beantworten. Und wir möchten jetzt mit Ihnen ein bisschen anstoßen. Und natürlich spielen wir heute noch ein Lied für die, die was alle arbeiten. Für die Krankenschwestern, Verkäuferinnen, LKW-Fahrer. Einfach für alle, die was arbeiten müssen, wie es alle anderen machen. Aber ich möchte auch noch für die spielen, die was nicht arbeiten dürfen und nicht arbeiten können, für alle Gastronomen, Hoteliers oder was auch immer, die für ein Geschäft oder Firma haben. Ich denke, dass wir alle irgendwann wieder parat stehen und dann greifen wir alle zusammen wieder an. Und liebe Gäste, für alles vielen Dank und danke an mein Team. Und jetzt bräuchte ich noch was zum Trinken, oder? Okay. Aus der Flasche. Nicht die Sicherheit nicht aus dem Glas. Prost zusammen. Prost. Prost. Und dann spielen wir. I wish I had your pain freeze. Had a last night in my dreams. I was chasing that light. Sky has blue.
Schönen Abend, schlafen's gut, alles Gute, ihr Bayerwaldhof.